Okay, eine Runde im Monat. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Noch 2
Minuten in dieser Session. 2 Minuten. Nur noch eine Minute. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Du bist für die nächste Session qualifiziert.
Meister. Gib alles und hol dir Platz 6. Bist du draußen? Du musst dich mindestens auf Platz 10 verbessern, sonst findet Q3 ohne dich statt. Fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten 2 Runden an die Box. Im Moment ist auf der Strecke nicht viel los. Fahr raus, solange es so ruhig ist. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Du musst jetzt eine wirklich schnelle Runde hinlegen, wenn du Q3 erreichen willst. Du bist aus der Top 10 gefallen. Du musst nochmal auf die Strecke. Alles ist bereit. Auf geht's. Du hast deinen Boden verloren. Momentan bist du auf Platz 15. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session.
Das ist heute nicht unser Tag. Wir sind weit hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Startplatz 12.
Wir sind bereit. Nicht ganz da, wo wir dich haben wollten. Gib alles, um im Rennen ein paar Plätze gut zu machen. Okay, komm an die Box, komm an die Box. Du hast den Frontflügel verloren. Vergiss den Boxenstopp nicht! Wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist frei. Das Wetterradar sagt ein trockenes Rennen voraus.
und dem Auto vor dir liegen 3 Sekunden. An Bord hat. Vernier lässt dir gegenüber etwas Zeit liegen. Versuch dein Tempo zu halten. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Versuch die Lücke zu deinem Vordermann zu schließen. Zurzeit sind es 2 Sekunden. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Ist 3 Sekunden vor dir.
setzt eine halbe Sekunde pro Runde auf Vernier auf. Vernier, schnapp ihn dir! Dein Vordermann hat die Weichenreifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Das Auto vor dir hält dich auf. Du musst überholen. Im Moment bist du in Sektor 1 schneller. Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Hintermann kommt näher. Du musst pushen.
Druck auf den Fahrer vor dir. Dann macht er vielleicht einen Fehler. Du hast 2 Sekunden Rückstand. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Van der Garde verliert Zeit auf dich. Du nimmst ihm pro Runde 1 Sekunde ab. Du darfst dich nicht länger von ihm aufhalten lassen. Du musst an ihm vorbei. Du musst selbst entscheiden, ob du in die Box kommen möchtest. Wenn du draußen bleibst, tauschen wir ihn auf jeden Fall beim nächsten Stop aus. Wenn dein Hintermann versucht, dich zu überholen, lass ihn vorbei. Er muss eine Durchfahrtsstrafe antreten. Dein Verfolger holt auf. Rundenzeiten sind etwa 3 Sekunden schneller als deine.
Christoph Bianchi demnächst zum Boxenstopp kommt. Im direkten Vergleich mit Nico sind deine Rundenzeiten ungefähr eine Sekunde schlechter. Dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Zwischen dir und deinem Vordermann liegen zurzeit gerade mal 7 Sekunden. Wir haben ausgerechnet, dass Massa innerhalb der nächsten 5 Runden zum Reifen wegbekommt. Massa in den nächsten 5 Runden an die Box. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen etwa 7 Sekunden. Beim nächsten Boxenstopp bekommst du harte Reifen.
bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Erst eine Runde voraus. Nikos Rundenzeiten sind etwa 3 Sekunden schneller als deine. Gib wieder Gas. Keine blaue Flagge mehr. Okay, die Lücke zu deinem Vordermann beträgt zurzeit 12 Sekunden. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Ist direkt hinter dir mit nur 5 Sekunden Rückstand. Nur nicht nachlassen. Bist du im Moment vorne dabei. Gut so. Wähl das magere Benzingemisch. Mageres Benzin, Gemisch 1.
Reifen sind etwa 3 Sekunden schneller als deine. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Bianchi ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Okay, du musst unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Deine Reifen bauen jetzt mächtig ab. Achte auf den Grip. Benzingemisch. Mageres Benzin. Gemisch
glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Du liegst 5 Sekunden vor Vernier. 5 Sekunden. We'll be right back.
Du baust deinen Vorsprung auf Vernio mit etwa 3 Sekunden pro Runde aus. Liegt etwa 15 Sekunden vor dir. 15 Sekunden.
Hintermann hat jetzt etwas abreißen lassen. Du musst nicht mehr ganz so hart pushen. Sekunden schnellere Rundenzeiten als Bianchi. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Deinem Vordermann liegen zurzeit 7 Sekunden. Die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Erst eine Runde voraus. Dein Vordermann verliert pro Runde 2 Sekunden auf dich. Gut so. Nach allem, was wir wissen, ist bei Vergne in den nächsten 5 Runden ein Boxenstopp fällig. Sechs Sekunden Rückstand. 6 Sekunden.
Hintermann vorbeilassen. In Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Nutz das aus und geh vorbei. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Vernier müsste innerhalb der nächsten 4 Runden an die Box kommen. Gemacht. Und jetzt wieder Tempo. Es gibt keine blauen Flaggen mehr für dich. Aber du kannst wohl draußen bleiben. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Durchfahrtsstrafe. Durchfahrtsstrafe für dreimaliges Ignorieren der blauen Flaggen. Komm in den nächsten 3 Runden an die Box. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Erst eine Runde voraus.
Zwischen dir und deinem Vordermann liegen zurzeit gerade mal 7 Sekunden. Toro Rosso hat bei Vernier die härteren Reifen aufgezogen. Vernier auf harten Reifen. Hintermann hat deutlich neuere Reifen als du. Wir müssen versuchen, die Lücke konstant zu halten. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen etwa 10 Sekunden. Dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Beträgt etwa 10 Sekunden. Du musst weiter pushen. Sekunden trennen dich von deinem Hintermann. 4 Sekunden.
der nächste, nur 5 Sekunden vor dir. Vorsprung auf Daniel Schmidt. Seine Rundenzeiten sind eine ganze Sekunde besser als deine. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Sie hat einen leicht beschädigten Frontflügel. Schaden am Frontflügel. Offenbar bereitet Caterham einen Boxenstopp vor. Wir glauben, Pick kommt in die nächsten paar Runden rein. Deine Reifen, sie sind stark verschlissen. Wenn das so weitergeht, musst du wohl an die Box kommen. Es
sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Vernier fährt eine halbe Minute vor dir. Hintermann vorbeilassen. Stück zurück, ungefähr eine halbe Minute. Du liegst 30 Sekunden hinter Bianchi. Reifen unterwegs.
in Sektor 2 auf das Auto vor uns auf. Sektor 2. Die Lücke zu deinem Vordermann beträgt 3 Sekunden. Das Problem mit Kers gelöst. Es müsste wieder verfügbar sein. Sekunde hinter deinem Vordermann. Mal sehen, ob wir mit DRS an ihm vorbeikommen. Du machst Boden auf deinen Vordermann gut. Strapaziere aber die Reifen nicht zu sehr. Wir haben keinen Boxenstopp mehr geplant. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Nur zur Info. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Du bist gerade an der zweiten blauen Flagge vorbeigefahren. Du musst das Auto hinter dir jetzt durchlassen. Sonst gibt es bei der nächsten Flagge eine Strafe. Hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus.
kurz seinen Hintermann vor deinem Hintermann. 4 Sekunden. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung.
Jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Momentan beträgt der Vorsprung auf das Auto hinter dir 3 Sekunden. Hinter dir 5 Sekunden.
weiter pushen. Du hast 7 Sekunden Vorsprung auf das Auto hinter dir. Im direkten Vergleich mit Nico sind deine Rundenzeiten ungefähr 1 Sekunde schlechter. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen.
muss das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. DRS ist jetzt repariert und kann verwendet werden. Thank you.